Wie war denn dein Weihnachten soweit? Heute ist der zweite Weihnachtstag und das dritte Wunder ist am Start. Ich bin so froh, dass ich mit einem Wunder für jeden Tag dir noch viel näher sein kann. Ich weiß nicht, ob du dich schon angemeldet hast, aber du kannst tatsächlich jeden Morgen jetzt um 5 Uhr schon eine E-Mail von mir bekommen, die dich ermutigen soll, die dich aufbauen soll, die dir Kraft für den Tag geben soll. Aber ich habe ja auch gesagt, dass ich das in der ersten Woche noch persönlicher machen möchte auf diesem Wege hier und euch diese Messages einfach vorlese. Das heutige Thema, der heutige Titel lautet Windeln zu Weihnachten? Hast du schon einmal darüber nachgedacht, wie gut es uns geht? Wenn wir uns verletzen, können wir zum Arzt. Knurrt der Magen, holen wir uns einen Döner oder Sushi oder sowas. Sind wir verspannt, gibt es sicher einen Physiotherapeuten, der noch etwas Zeit für uns hat. Es gibt irgendwie eine Lösung für alles. Fast alles. Die Bibel spricht von drei Männern, die auf der Suche nach etwas waren, das bisher noch gefehlt hatte. Einem Baby. Einem Baby, das Sünden, das schlechte Gewissen und jeden begangenen Fehler vergeben würde. Um jedem Menschen die Möglichkeit eines Neustarts zu ermöglichen. Denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien, steht in Matthäus 1, Vers 21. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde? Fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Matthäus 2, Vers 2. Beladen mit Gold, Weihrauch und Myrrhe fanden sie dieses Kind schlussendlich wo? In einem Stall, genau. Wieso denn solche Geschenke? Wären Windeln, eine Decke und etwas Essbares nicht sinnvoller gewesen? Sinnvoll, das ist hier das richtige Wort. Denn ihre Gaben hatten einen Sinn. Gold steht für etwas Königliches. Sie hatten verstanden, dass dieses Baby ein König ist. Weihrauch ist ein Zeichen des Gebets, der Kommunikation. Sie haben somit bestätigt, dass sie eine Verbindung zu diesem König haben wollen. Und Myrrhe? Myrrhe steht doch eher für das Sterben. Ja, sie hatten da schon begriffen, dass dieses Baby gekommen war, um zu sterben. Wieso? Wieso wurde dieser König auf die Welt gesandt, um zu sterben? Weißt du, hätten wir mehr Fitness gebraucht, hätte Gott uns einen Personal Trainer geschickt, hätten wir bessere Filme gebraucht, den nächsten George Clooney, einen Schauspieler, noch mehr gute Musik, dann hätte er uns einen Produzenten geschickt. Doch was wir wirklich brauchen, das ist Rettung. Rettung. Deswegen hat Gott uns einen Retter geschickt, der für unsere Schuld am Kreuz starb, damit wir frei sein können von all unseren Sünden. Er wurde geboren, um zu sterben. Du wurdest geboren, um zu leben. Du kannst jetzt durch ein Gebet deinen persönlichen Retter bitten, dich zu retten und deine Sünden bei ihm abladen, bei dem, der dir Leben schenken will. Ich wünsche dir weiterhin frohe Weihnachten und danke für dich.